Liebe Follower, das Jahr 2016 geht nun den letzten Tagen entgegen und der Blick ins politische Jahr zurück zeigt, dass grundlegende Dinge passiert sind, die uns auch im kommenden Jahr beschäftigen werden. Und das betrifft sowohl Sachsen-Anhalt als auch Europa. Wir haben neue Herausforderungen, die wir jetzt angehen müssen. Als zentrale Punkte meine ich in Sachsen-Anhalt insbesondere die Landtagswahl, bei der die antieuropäische sogenannte Alternative für Deutschland über 24% bekommen hat. Die Entscheidung Großbritanniens, nicht mehr zu Europa dazugehören zu wollen, aber auch das Näherrücken der politischen Krise und gewalttätiger Auseinandersetzungen aus Nahost durch die politischen Veränderungen in der Türkei, die sich derzeit in eine handfeste Diktatur entwickelt, und auch die aus für Europa nicht unwichtige Wahl in den USA, bei der der Populismus und die Unwahrheiten den Wahlkampf vorangetrieben haben. Mit großer Sorge betrachte ich auch die sich weiterentwickelnde Einschränkung der Unabhängigkeit des Verfassungsgerichts und der weiteren Verstaatlichung der Presse in Polen. Dass Europa dennoch zusammenbleiben muss und die europäischen Nationalstaaten nur im Staatenverbund eine Chance haben, zeigt der Umgang der Kommission im Umgang mit Steuerschlupflöchern wie bei der großen Firma Apple. Aber auch neue Debatten über eine bessere abgestimmte Außen- und Sicherheitspolitik. Das Motto lautet, Kurs halten und die Herausforderungen gemeinsam angehen. Wie passend ist da die Weihnachtsgeschichte mit der Kernbotschaft, fürchtet euch nicht, die schon ganz andere Generationen geprägt hat, die keine offenen Grenzen, solange Frieden oder eine gemeinsame Währung in ihren Ländern hatte. Und so wünsche ich Ihnen und euch eine gesegnete und besinnliche Weihnachtszeit mit Freunden und in der Familie und einen schwungvollen und kraftvollen Start ins Jahr 2017. Bis dahin, alles Gute, ihr und euer Annelies.